Und jetzt schauen wir auf den neuen Superstar des FC Bayern. Ein Superstar, der mit Bild singt. Schauen Sie und hören Sie vor allen Dingen hier Mané, Mané, Mané. Ein Song nämlich, den der neue Superstar des FC Bayern vor Jahren aufgezeichnet, gesungen hat mit Christian Falk, mit unserem Bildreporter. Also Ohren auf. Money, 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 money verdient der jetzt also beim FC Bayern. Ein Bild hat Mané in den letzten Stunden exklusiv begleitet, denn das waren spannende Stunden. Von seiner Landung in München über auch seine ersten Schritte in der Landeshauptstadt und natürlich den Medizincheck. Auf dieses Bild haben die Bayern-Fans gewartet. Sadio Mané im FCB-Dress. Der neue Bundesliga-Star ist in Deutschland gelandet. Um 11.28 Uhr kommt Sadio Mané mit einem Privatjet am Münchner Flughafen an. In einer Cessna reiste der 30-jährige Neuzugang des FC Bayern München aus Mallorca an. Auf der Baleareninsel flog der Senegalese gegen 9.30 Uhr los. Nun ist er in München. Um 12.13 Uhr stand dann der Medizincheck in München im Krankenhaus Barmherzige Brüder an. Zuerst auf dem Programm internistische Untersuchungen, vor allem Herz und Lunge. Kurz vor 14 Uhr dann der erste Auftritt im Bayern-Look nach überstandenem Medizincheck. Mané ist die neue Attraktion des FC Bayern und wechselt für eine Sockelablösesumme von 32 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen vom FC Liverpool zum deutschen Rekordmeister. Bayern-Insider Christian Falk jetzt bei uns und du hast Mané zum exklusiven Interview getroffen. Sag uns einmal, was hat er dir verraten und wie hat er auch so getickt als Mensch? Nimm uns auch ein bisschen mit hinter die Kulissen, bitte. Ja, ich muss sagen, also die Bayern bekommen natürlich einen Superstar, aber es ist wirklich ein sehr, sehr geerdeter Superstar. Der ist wirklich ein ganz, ganz lieber Junge. Also der wirkt auf dem Platz aggressiv und spritzig, aber der ist wahnsinnig nett und wirklich wahnsinnig demütig. Ich habe gesagt, hey, Sadio, wir kennen uns ja schon seit 4 Jahren, aber jetzt bist du der Superstar der Bundesliga. Und dann sagt er erstmal, wow, das ist aber ein tolles Kompliment. Also er ist gewohnt, unter Superstars zu spielen in der Premier League. Aber dass er jetzt wirklich der schillernde Star hier in Deutschland ist, daran muss sich selbst Mané erstmal gewöhnen. In der Geschichte des FC Bayern gibt es immer die Stars, die kommen, die sich ganz schnell akklimatisieren, die quasi zu Bayern werden, die das Weißbierglas in die Hand nehmen, die Lederhose anziehen und dann richtig zum FC Bayern passen. Und dann gibt es die, die immer so ein bisschen fremdeln, die kein Deutsch sprechen wollen, die schon gar kein Bayerisch sprechen wollen, mit der ganzen Kultur nichts am Hut haben. Wird der Mané ein Bayer oder wird das nicht? Ja, also ein Weißbier, ich glaube, da sehe ich ihn noch nicht, aber ansonsten wird der, glaube ich, ein richtiger Bayer. Wir haben ja einen mit Thomas Müller, aber so einen wie Franck Ribéry, der Franzose war und sich hier immer mehr eingelebt hat und sich jetzt als Münchner fühlt, da sehe ich Mané nämlich schon, weil der ist wirklich sehr, sehr volksnah. Er ist sehr, sehr wirklich, also auch die Verbindung zu seiner Heimat Senegal, wenn man weiß, was er da alles macht, Krankenhäuser finanziert, den Familien gibt, der Familiengeld und der ist ganz nah am Volk und deshalb wird er auch in die Herzen der Bayern-Fans sicher sich spielen, weil er eine Art hat, die ist wirklich unglaublich nett und das, glaube ich, ist eine gute Voraussetzung. Und wie man beim League gesehen hat, er macht auch jeden Spaß mit und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Was wird er dem FC Bayern bringen? Und du hast auch mit dem Sportvorstand gesprochen, mit Salihamidzic. Was hat er gesagt? Ja, also was er dem FC Bayern bringt, ist vor allem diese Titelgier. Der FC Bayern möchte in der Champions League wieder um den Titel spielen, nicht mehr ausscheiden wie letztes Jahr im Viertelfinale. Mané stand da letztes Jahr, hat da leider gegen Real verloren, im Vorjahr mit Liverpool gewonnen. Also das soll er sportlich bringen. Aber es ist auch ein ganz, ganz großes Zeichen für die Bundesliga. Erling Haaland ging ja weg, der ging in die Premier League. Aber jetzt hat die Bundesliga gezeigt, hey, schau mal, wir können auch einen eurer Stars holen. Der will bei uns in der Bundesliga spielen, weil wir eine attraktive Bundesliga haben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, dass die Bundesliga nicht nur Stars verliert, sondern auch jederzeit von einem Top-Verein wie Liverpool holen kann.